Einen wunderschönen Pfingstmontag, Freunde. Der Weiher beim Hasan ist voll. Das ist echt unglaublich. Und die Jungs dürfen sogar schon fischen. Ich mache es jetzt meine Anfangsrede, ja. Wie immer, bisschen zu spät, aber das ist ja nicht schlimm. Ich hoffe heute auf richtig schöne Fische, denn ich habe gestern bei Facebook gesehen, was der Hasan da einfach alles reingekippt hat. So Monster, hoffentlich fangen die so einen. Das wäre echt klasse. Denn ich war beim Hasan vor, ich glaube, 2 Wochen und habe mein Glück probiert mit dem Teig. Das war so ein kleiner Event zwischen den Teigangler. Und ich habe gedacht, ich probiere auch. Also Freunde, mit Teig zu fischen muss man wirklich lernen. Ich hatte jetzt eben eine Attacke, habe den Fisch auch Zeit gelassen, aber irgendwie ist der Fisch doch nicht hängen geblieben. Ich probiere es nochmal. Man sieht zwar, mein Teig ist nicht so perfekt, aber egal. Freunde, das ist nicht meins. Also mit dem Teig habe ich leider nach 4 Stunden immer noch nichts rausgeholt, ja. Und dann hat der Hasan gesagt, Juri, komm, ich sehe, du kannst Teig angeln, ist einfach nicht deins. Probier mit dem Spoon. Ja, ja, Freunde. Ja, Freunde. Huh, Absinkphase. Jawohl, die Absinkphase. Und mein erster Fisch auf Spoon. Und wir haben schon 12 Uhr Mittag, Freunde, und das ist mein erster Fisch, ja. Also Realität muss man auch mal zeigen, dass es nicht immer geht. Gut, ich bin ja kein geübter Teichangler. Aber ein geübter Spoonangler. Und das ist sogar ein schöner Lachs, Freunde. Ich weiß, Freunde, das ist unfair gegenüber den anderen Jungs. Aber wie gesagt, mit Spoon haben wir jetzt in 10 Minuten sofort einen Fisch rausgeholt. Und es ist schon 12 Uhr Mittag, ja. Wahnsinn. Und natürlich nach 10 Minuten sofort einen schönen Fisch rausgeholt. Deswegen bin ich gespannt, was mich heute erwartet, direkt mit dem Spoon. Ich habe mir hier diesen Platz genommen, das Eck war frei. Allerdings habe ich Schwierigkeiten hier wegen dem Baum auswerfen. Aber ich denke mal, später kommen die Fische einfach in den Schatten. Oh, da ist gerade ein schöner Fisch hochgestiegen. Ich denke, die Fische gehen später hier in den Schatten oder kommen hier in den Schatten. Und da kann ich rausholen. Also ich werde heute alle Blinker probieren, Gitarre, Ogi, auch ein paar neue habe ich dabei, denn ich teste immer wieder mal neue Modelle, Freunde. Und im Herbst, sehr wahrscheinlich kommt sogar noch ein neues Modell, komplett lackiert, arbeite ich auch dran und ich muss mich beeilen, denn die Jungs haben die Angel schon drin. Ne? So, probieren wir zuerst mit der kleinen Gitarre. Freunde, direkt der erste Wurf, unglaublich. Ha. Jawohl, Freunde. Hat ja super angefangen. Direkt der erste Wurf. Jawohl. Machen wir mal Farbe weiß, Freunde. Den Ogi. Weiß. In 2,7 Gramm. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir mit Farbe Weiß jetzt einen wunderschönen Fisch rausholen können. Der Hasan hat gestern auch richtig schöne Lachse reingesetzt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir eine von denen rausholen können, von so 3 Kilo. Wäre klasse, ja. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir einen Monster rausholen können. Es wird ziemlich gut gefangen momentan, aber in dem... Oh! Oh! Freunde, habt ihr gesehen, wie bei mir reingeknallt hat? Oh! Und der Kollege hat richtig schöne Pinke, so mehr wie 1 Kilo schwer. Und was ich drauf habe, weiß ich noch nicht. Oh nein! Ah, ich muss. Komm her, ich muss hier da raus navigieren, Freunde.
Aber jetzt. Ja. Oh Mann. Oh. Hey Freunde. Hey. Ja. Guck mal da. Oh Mann. Ist das ein Monsterfisch? Ogi weiß, 2,7 Gramm. Wow, das war so echt klasse, Freunde. Brutal reingeschlagen und mein Herz ist immer noch in der Hose. Wahnsinn, Wahnsinn. Jawohl, jawohl, jetzt hast du sie. Wow. Oi, 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 oi. Hast du gesehen, so eine wird gefangen? Ja, da kommt, wir fangen noch zwei. Mach dir den Kühlbox am besten, ne? Jedes Mal, wenn ich beim Juri bin. Das stimmt. Oh, ja, ich glaube, das ist auch eine schöne. Wenn ich hier in die Nähe komme, Hasan, das ist, dann hat er so viel Energie. Jungs, warte mal. Ah, das ist nicht gut. Ja, es kann sein, dass er mich jetzt fängt. Ja. Der Grande Maestro ist bei dir. Das ist alles gut, mein Schatz. Komm mal her. Ja, ja, ja. Komm, mein Freund. Komm. Oh, der will mal raushüpfen, du. Guck, was ein schöner Fisch. Hallo, Freunde. Der Grande Maestro bringt ihm irgendwie Glück heute. Er ist zwar ein kleiner Schlotti, aber ich sag's, er kann's. Schaut mal, was wunderschöne Fisch. Der Nachbar eben hat eine von über 3 Kilo rausgeholt. Meine hat so 1,6 Kilo. Wunderschöner Fisch. Und weiter geht's, Freunde. Immer noch Farbe weiß, Ogi 2,7 Gramm. Es wird richtig gut gefangen heute. Also nicht nur ich fange, sondern die ganze Reihe fängt heute gut. Ja, echte Wahnsinn. Also ich freue mich auch für die anderen Leute, dass es so gut klappt. Ja. Jawohl, Petri. Direkt nach dem Auswerfen, Freunde. So geil, Abziehphase. Immer noch Farbe weiß, Dogi. Das ist echt unglaublich, ja. Weiße Farbe. Und es läuft wie verrückt, Freunde, ja. Wahnsinn. Machen wir gerade so weiter, Freunde, ja. Ist ja echt klasse. Und es ist schon verrückt, dass die Farbe weiß so gut funktioniert beim Hasen, ja? Immer Farbe weiß, das ist echt der Wahnsinn. Vielleicht klappt das auch noch mit einem größeren Fisch. Man weiß ja nie, ne? Probieren wir es mit lila Pink, Freunde, ja? Rute habe ich auch getauscht jetzt auf die ganz weiche Cobra, um ein bisschen weiter rauszukommen. So, bin mal gespannt jetzt. Ob sie reagiert, das wäre natürlich klasse. Ja. Aber vielleicht lässt sie sich provozieren. Ja, ich habe gesagt, es funktioniert. Danke. Es hat funktioniert. Warte mal. Habt ihr das gesehen, Freunde? Die ganze Zeit vom Maul gespielt und da ganz vorsichtig. Schaut mal, die passt nicht mal in den Kescher. Echte Wahnsinn. Schaut mal, ich weiß nicht, 1,20 Meter Forelle.
Also richtig großer, ja? Die ganze Zeit vom Maul gespielt und irgendwann ganz vorsichtig genommen, ganz, ganz vorsichtig. Und sie hat sogar noch einen Spoon im Maul gehabt. Und ich weiß sogar von wem, vom Jörg, die ist ihm abgerissen und hat bei mir nochmal genommen. Oh, Wahnsinn, schaut mal, was ein Monsterfisch. Da kommt der Jörg, ja. Jörg, guck mal, ich habe deinen Spoon. Und diesen Spoon hat der Fisch gehabt noch, Maul. Komm her, mein der Freund. War's? Der war's, ja. Herrlich. Guck mal, was sagst du? Ja, Petri, ne? Hier, bitte, deinen Spoon wieder. Den Fisch behalte ich. Ja. Aber ja, den Spoon kannst du wieder behalten. Ja. Ist es deiner? Das ist meiner, definitiv, ja. Ja. Dann bei mein alter Freund Scotty. Ja. Das ist das Original. Das stimmt. In den Schrotthandel. Ja. Und das ist das Original in den Fischen hier, ja? Mhm. Und das ist das Original, was ich fertig mache. Und guck mal, guck mal, guck mal, ich habe gerade im Arm, dann kriegt er schon was, ja? Sonst geht das nicht. Das stimmt. Heute hast du gutes Karma. Genau doch. Ja. Unglaublich. Es gibt nur einen, weißt das du stimmt. Doch. Das stimmt, es gibt nur einen Original. Ja. Der Grande Maestro, oder wie ja. Hieß ich noch, ne? Ja. Ja. Komm mal her, Fischi. Jetzt fängt er hier die kleinsten Dinger raus. Das ist doch nicht wahr, oder? Egal, Hauptsache Fisch. Ja, weil ja. viele sagen, zum, muss ich jetzt ehrlich sagen, ja, boah, bei Masern diese Drecksbrühe da, ja. Ich weiß nicht, was die mit Drecksbrühe meinen. Und da sage ich immer... Ich bin gut, dass das nicht so ganz glasklar ist. Das liegt aber auch an diesem Lehmboden, ja. Das Wasser ist ja schon sauber. Das ist nur dieser... Rote Boden hier. Genau, richtig. Der rote Boden. Und dann ist es noch so... Oh. Wahnsinn. Das ist aber keine Pinky. Ja, Hasan, du hast mir wieder Glück gebracht. Unglaublich. Das ist echt verrückt, was da abgeht. Guck mal, was ein wunderschöner Fisch. Und ich kriege ihn einfach nicht in den Kescher, aber immer noch nicht. Das ist mein Fisch. Jetzt aber. Wow. Guck mal, nur solche Apparate fange ich heute. Nur solche. Ja, und das ist Fisch, oder? Das ist Fisch. Heute soll der Hasan ein bisschen öfter mal bei mir stehen. Weil er bringt einfach heute Glück, ja? Der ist das dritte Mal bei mir und das dritte Forelle, wunderschöne Forelle, ja? Ich glaube, das ist mein 8. oder 9. Fisch mittlerweile. Mhm. Ja, also ja. Richtig klasse. Na? Der Nachbar drillt wieder eine schöne Forelle, Freunde. Und es ist auch ganz wichtig, wenn der Nachbar richtig schönen Fisch drauf hat, die Rute sofort raus. Viele machen das nicht mit Absicht. Vielleicht Neid oder so, ich weiß nicht. Aber es ist immer wichtig, die Rute aus dem Wasser rauszuholen. Jawohl, Petri. Wow. Oh, ja. Ja, Freunde. Oh, das ist eine schöne, Freunde. Oh, ist das eine schöne. Jörg, ich muss, glaube ich, die Rute anders machen, oder? Hier. Und dann gehst du? So, ist vielleicht besser. Kannst du mir mit dem Kescher bitte helfen? Natürlich. Sei so gut. Jawohl, danke dir. Vielen Dank. Schöner Fisch. Ja, Freunde, manchmal hat man Glück, wenn man spazieren geht. Keine 10 Minuten, ein wunderschöner Fisch. Wie gesagt, da können sich einige Forellenanlagen eine Scheibe vom Hasan abschneiden. Ist echt der Wahnsinn, ja. 10:30 und ich bin jetzt schon fertig. Ich habe super gefangen, also richtig gut gefangen. Aber nicht nur ich, sondern viele andere Angler auch. Also heute ging es richtig ab hier beim Hasan. Und ihr habt ja gesehen, ja,
nur so Monsterfische. Echt unglaublich, ja. Beide Blinker haben super funktioniert, Gitarre und Ogi. Und ach, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll über diesen Monsterfisch. Das ist ja ein brutaler großer Fisch, ja. Das gibt richtig schöne Filets, Freunde. Aber wie gesagt, ich bin sehr gerne hier beim Hasan, ja. Bei dem läuft hier immer, auch wenn manche von euch sagt, der Hasan hat richtig braunes Wasser. Das stimmt gar nicht. Das Wasser ist sauber. Das ist nur dieser Lehmboden, dieser rote Boden. Deswegen sieht das Wasser ein bisschen so rötlich aus, ja. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass ich heute erfolgreich war in so einer kurzen Zeit mit meinem Blinker. Und das soll schon was heißen. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut, bitte heil und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ach so, ja, Freunde, schon wieder ganz vergessen, ja. Also ein paar Fische werde ich auf jeden Fall noch verschenken an die, die ganz wenig gefangen haben. Wie gesagt, heute hat jeder gefangen, aber es gibt doch Angler, die sich noch, ja, nicht so gut auskennen am Weiher. Deswegen kriegen sie auch meine Fische jetzt noch. Und natürlich werde ich mich auf ein Abo freuen. Macht einen Daumen nach oben, wenn euch meine Videos gefallen. Dann gehen wir gleich verschenken.